1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer mittwochs. Ich freue mich, wenn ihr mich anruft, egal zu welchem Thema. Telefonnummer kostenfrei wie immer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, das ist Sammy. Und Sammy ist 29 Jahre alt. Hallo Sammy. Ja, hallo. Eine Frau. Ja, genau. Grüß dich, Sammy. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich rufe an. Ja, ich habe schon öfter angerufen. Ich bin froh, dass ich endlich durch bin. Mhm. Ich bin heimlich nachts. Mein zweites Leben ist das Leben einer Hure. Mhm. Was machst du im ersten, im Hauptleben? Im ersten Leben bin ich, ja, ein braves Mädel, sagen wir mal so. Ja. Ich habe zwei Kinder, zwei wunderbare Kinder. Ich wohne ziemlich außerhalb auf dem Land, ziehe meine Kinder alleine groß, bin geschieden. Ja. Arbeite im Büro, kaufmännischer Beruf. Achso, du bist auch noch berufstätig, obwohl du zwei Kinder zu versorgen hast. Mhm. Genau. Bin alleinerziehend und habe ein ganz normales Elternhaus. Ne? Ja. Relativ konservative Familie. Und nachts bist du Hure? Und nachts bin ich Sammy, ja, genau. Bist du was? Bin ich Sammy. Sammy die Hure? Ganz genau. Immer nachts? Nein, nicht immer nachts. Nein. Das schafft man ja auch gar nicht. Nein, das funktioniert rein zeitlich nicht. Wie oft im Monat? Ja, es ist unterschiedlich, es ist ganz verschieden. So viermal im Monat ungefähr. Mhm. Seit wie vielen Jahren? Also es hat eigentlich so die Geschichte, ich bin da früher, sagen wir mal, so reingedrückt worden. Mein Ex-Mann hat mich damals dazu gedrängt, das zu tun. Warum hat er das getan? Weil er sagte, er war damals auf einmal in falschen Kreisen, er hat jemanden, einen alten Freund wieder getroffen, der selber mehrere Freundinnen hatte. Freundinnen in Anführungsstriche, Frauen, wo die das gemacht haben, die ihm das Geld gegeben haben. Und dein Mann war noch dein Mann, als er dich da reingedrängt hat? Ganz genau. Das heißt, er hat dich in die Prostitution hineingeschoben? Ja, ganz genau. Und damit ihr Kohle macht? Ja, ganz genau. Wir haben damals... Wie liegt das zurück ungefähr? Moment, das sind jetzt 4 Jahre. 4 Jahre. Hast du dich damals sehr gewehrt? Und ja, hast du auf jeden Fall. Eine Löwin. Mhm. Dennoch hast du es gemacht. Mhm. Hat er Druck auf dich ausgeübt? Ja. Er und sein Freund auch. Wie sah dieser Druck aus? Ja, also so wie Druck halt aussieht. Schläge. Ohne Ende. Mhm. Er hat mich hingefahren, wenn ich nicht so gearbeitet habe, wie er es sich vorgestellt hat. Also er und sein Freund, dann sah das sehr... sehr brutal aus. Und ich hatte immer Angst, dass die Kinder das mitbekommen. Und dieser Mann ist der Vater deiner Kinder. Ja, genau. Und diesen Mann hast du vor vielen Jahren davor mal geliebt. Mhm. Und der war auch zu dir gut und nett früher. Und dann hat sich das Blatt völlig gewendet. Mhm. Mhm. Wie kam es dann zur Trennung von deinem Mann? Ja, dass es unerträglich wurde. Es ist wieder mal so ein Abend gewesen, wo es ganz massiv war. Mhm. Und dann hat meine kleine Tochter zu mir gesagt, heute verlassen wir den Papa. Wie alt war die Kleine da? 5 Jahre. 5 Jahre. Erstaunlich, ne? Aber so ein Kind kriegt das natürlich mit. Und dann habe ich meine ganze Angst und meinen ganzen Mut zusammengefasst und wir sind durchs Kinderzimmerfenster auf die Straße. Mhm. Ich habe die Kinder rausgesetzt. Bin selbst mit wenigen Sachen hinterher. Ist das andere Kind noch jünger? Ja. Die Große war 5 und die Kleine war 4. Also durch das Fenster raus? Mhm. Und dann sind wir zur Polizei. Ja. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, wisst ihr was, ich bringe heute meinen Mann um, wenn ihr mir nicht helft, holt den raus. Also ich habe damals so gewohnt, das war mein Haus. Mhm.
Und ich habe gesagt, ihr müsst ihn da irgendwie rausholen, das und das ist gewesen und ich halte das nicht mehr aus. Ich bringe den sonst um. Ich war völlig fertig. Ich habe zu der Zeit fast gar nichts mehr gegessen. Ich wog knapp über 40 Kilo. Ich war psychisch total am Ende. Die konnten mir in dem Sinne so nicht weiterhelfen, außer dass sie mich zu einem Frauenhaus gebracht haben. Wo ich dann auch in dem nächsten halben Jahr gelebt habe. Und du hast deinen Mann angezeigt? Nein, das habe ich nicht getan. Hat er dich denn dann hinterher in Ruhe gelassen, als du aus dem Frauenhaus zurückkamst? Ja, für den brach eine Welt zusammen. Er hatte sein schönstes Spielzeug im Endeffekt verloren. Mhm. Diese Macht, die ging mehr von seinem Freund aus, der ihn dann auch im Endeffekt im Stich gelassen hat. Und hat er dir denn noch nachgestellt dann? Ja, in gewisser Weise schon, aber in dem halben Jahr konnte er mir halt nicht nachstellen, weil ich halt da in der Sicherheit war, in dem Frauenhaus. Ne? Heute hast du zu ihm keinen Kontakt mehr? Die Kinder haben sich vor einem Jahr dazu entschlossen, dass sie ihn wiedersehen wollen. Ja, aber ihr beiden habt keine Verbindung? Nee, überhaupt aber nicht. Das ist ja nun eine sehr merkwürdige Geschichte. Da hat dich jemand in die Prostitution hineingedrückt, wieder deinen Willen. Du hast schlimme Sachen damals erlebt, Angst und Schrecken und Ekel wahrscheinlich. Ja. Und jetzt machst du es trotzdem wieder oder weiter? Ich habe in dem Laden damals aufgehört, wo ich damals gearbeitet habe, habe dann auch eine ganze Zeit gestoppt. Mhm. Bin dann eigentlich deswegen wieder angefangen, weil ich habe zu der Zeit also noch nicht wieder gearbeitet. Mhm. Und hatte halt finanzielle Not. Und habe in einem ganz anderen Laden wieder angefangen, halt in einem Saunaclub und allein für mich. Das ist bis heute so? Ja. So allein für dich? Ganz genau. Und ist das heute für dich ein Job, von dem du sagst, ja, das ist ein Job, ich kann das von mir, meiner Psyche und meinen Gefühlen trennen? Ja, es sind so zweierlei Sachen. Was ich inzwischen genieße und wo ich vielleicht auch so ein bisschen süchtig nach bin, ist die Sache, dass ich jetzt da stehe, dass ich sage, ich bin diejenige, die bestimmt, die Macht hat, die sagt was, wie, wann, wie lange und was nicht. Mhm. Das meinst du grundsätzlich oder arbeitest du auch als Domina? Nein, das nicht. Also grundsätzlich. Und andererseits ist es auch, wenn ich rausgehe, die grenzenlose Einsamkeit, weil eigentlich würde ich mich schon nach einer normalen Beziehung, nach einer normalen Familie sehen. Mhm. Es gibt also keinen neuen Partner seitdem? Nee. Gar nichts? Mhm. Vielleicht mal für 2-3 Tage und dann packt mich die Angst und dann mache ich da ganz schnell wieder Schluss. Hättest du es denn im Moment finanziell noch nötig? Nein. Das nicht? Mhm. Ich habe inzwischen einen sehr, sehr guten Beruf wieder und... Und niemand weiß das. Das ist wirklich ein Doppelleben. Ja. Ein ganz geheimes Doppelleben. Mhm. Wir wollen jetzt den richtigen Namen nicht sagen, sagen wir mal, aus Anne wird Sammy. Genau. Mhm. Da, wo du arbeitest, ist das sehr weit weg von deinem Wohnort? 40 Kilometer. Das ist nicht so sehr weit. Nee, es ist nicht weit. Hast du nicht Angst, dass sich da jemand mal erkennt, das aus der Nachbarschaft? Oh ja, aber ich sehe da ganz anders aus, ich bin da ganz anders. Und dann denke ich mir auch so ein bisschen mit Trotz, sagen wir mal, mein Chef aus meinem anderen Leben wird auf einmal da stehen. Ja. Dann ist er verheiratet und ich nicht. Und ja. Wie alt sind deine Kinder heute? 9 und 10. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Wenn du ganz alleine wärst, kann man eher noch ganz anders leben und agieren. Aber da sind Kinder und du trägst Verantwortung für die Kinder. Was würde geschehen, wenn es zum Beispiel durchsickern würde und man deine Kinder hänseln würde? Das wäre grausam. Das wäre grauenhaft. Wo ich nachts nicht schlafen kann. Oder wenn man dich erpressen würde. Ja. Nach dem Motto, wir sagen es, wir lancieren das und dann ist das in der Schule rund, dass die Mutter das macht. Ja. Weiß dein Ex weiß das auch nicht? Dass ich es noch mache? Ja. Nein. Der weiß das auch nicht. Also du spielst, du pokerst hoch, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Sehr. Und ich weiß das auch. Es ist immer so, wenn ich weiß, dass die Mädchen zum Beispiel mal bei ihrer Mutter bei meiner Mutter schlafen oder dann ist das so ein Kampf, so wie
jemand, der aufhören will zu trinken, weiß ich nicht. Mhm. Die Flasche steht irgendwie auf dem Tisch. Mhm. Nehme ich sie oder nehme ich sie nicht? Und also würdest du schon selbst sagen, das ist schon ein suchtähnliches Verhalten? Ja. Begründet darin, wie du es gerade erklärt hast, dass du eben die Macht da ausüben kannst und da sehr dominant dann bestimmen kannst, was du willst. Ja. Mhm. Die direkte Arbeit, die dann ansteht, kannst du das so abspulen oder ist das für dich immer noch manchmal unangenehm? Ich genieße es inzwischen schon, weil ich so auch, ich bin dann jemand, der viele Frauen machen das für andere Männer, für Drogen, für alles Mögliche, aber ich mache das dann, ja, keine Ahnung, ich sag dann, ey, mach das und das will ich haben und ich höre schon, das ist das ganz Wichtige, dass du bestimmen kannst. Ja. Wahrscheinlich, weil du so lange gedemütigt worden bist. Und man dir gesagt hat, mach du das, mach dieses und jenes. Aber Sammy, eigentlich, was du mir erzählt hast, alles deutet darauf hin, dass du eigentlich damit aufhören müsstest. Vorneweg die Kinder. Ja, sicher. Vorneweg die Kinder und das andere, dass du eine Sehnsucht hast. Vielleicht blockierst du so auch die Möglichkeit, dass du eine neue Beziehung findest und in ein, ich sag mal, ein normaleres Leben wieder zurückgehst. Ich hab in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mit Sicherheit viele wunderbare Männer gesehen. Nicht nur in dem Beruf, sondern auch in meinem normalen Leben. Mhm. Und du bist auf Abstand geblieben, weil du so lebst, wie du lebst. Ja, und auch vor Angst, wie das zweite Gesicht von denen vielleicht aussieht. Mhm. Verstehe, wenn man sowas einmal erlebt hat, ist das natürlich der Horror. Aber das ist nicht die Lösung, die du jetzt im Moment fährst. Ich finde, du riskierst unglaublich viel. Wahrscheinlich, ich bin sicher, dass dir deine kleine Familie heilig ist. Ja, ohne Ende. Ohne Ende. So, dann musst du auch alles tun, dass du diese Familie schützt und dass du kein Risiko eingehst, dass es den Kindern schlecht geht, dass es euch allen eventuell mal schlecht gehen könnte, wegen dieser Sache, die du gar nicht mehr nötig hast, materiell. Mhm. Und was diese seelischen Verletzungen anbelangt, die man dir angetan hat, damit zurechtzukommen und eben nicht das damit zu lösen, so wie du das jetzt machst, geh doch in eine gute Beratung oder in eine Therapie. Ja, das haben die damals vom Frauenhaus auch schon gemacht, weil ich, beziehungsweise mir vorgeschlagen und dann auch, ich habe dann auch eine Therapie gehabt, vor allen Dingen, weil ich ja zu der Zeit auch die Essstörung hatte. Mhm. Aber vielleicht hat es nicht gereicht, nee. Vielleicht war es die falsche. Ich finde, dass du einfach jetzt die Karten neu mischen solltest und neue Wege suchen solltest. Wenn du das nicht kannst, einfach zu sagen, ich höre es auf und gut, dann versuche diesen Weg über eine gute psychologische Hilfe. Aber geh raus aus diesem Doppelleben. Ich glaube, es ist für dich und dein Leben, was dir wichtig ist, nicht gut. Das ist irgendwie alles da, was ich in meinem normalen Leben so Selbstbewusstsein, schön sein, attraktiv. Ich bin draußen und ich bin normal und ich gehe rein und jeder schaut mich an, als ob ich auf eine Bühne gehe. Das ist Liebe Sammy, wir geben dir jetzt mal noch einige gute Adressen an die Hand. Ich finde, du solltest etwas unternehmen und diesen Teil des Lebens abschließen, den du jetzt führst. Ich glaube, letztendlich weißt du und ahnst das selbst ja auch. Ja, es macht mir Angst. Es macht mir unendlich Angst. Jetzt legst du bitte auf und wir, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Alles Weitere dann zwischen euch beiden. Okay. Alles Gute von Herzen. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist unsere letzte Themennacht vor unserer Sommerpause. Das ist ja unsere letzte Sendewoche vor der Sommerpause. Und morgen haben wir uns überlegt, machen wir ein bisschen mal was anderes als sonst. Nicht ein Thema, so wie wir das ja kennen, sondern wir haben entschieden, eine Sendung morgen zu machen mit der Überschrift, wie ging's weiter?
ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich hier in dieser Sendung schon einmal gesprochen habe. Vor einer Woche, vor zwei Monaten oder vor fünf Jahren. Egal. Mit denen ich damals über etwas sehr Dramatisches, was Besonderes gesprochen habe, was ihr mir erzählt habt. Wenn sich die Geschichte weiterentwickelt hat, wenn es etwas gibt, was ihr mir vielleicht jetzt erzählen wollt, was nach unserem Gespräch damals passiert ist, dann ruft mich an, dann unterhalten wir beide uns nochmal. 0800 220 5050, ihr könnt euch natürlich auch per Mail anmelden. Die Sendung morgen heißt Wie ging's weiter? Ich möchte mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in der Sendung gesprochen habe und deren Geschichte sich weiterentwickelt hat. Wie es weiterging, erzählt es mir. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer, oder natürlich mailen domian@wdr.de. Weiter heute mit der Freien Themennacht und mit der Lena. Und Lena ist 21 Jahre alt. Lena, ja. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lena. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, dass ich langsam durchdrehe und mit meinem Körper eigentlich sehr, sehr skurrile Dinge passieren, die nicht erklärlich sind. Ich verletze mich selbst, obwohl ich mich nicht selbst verletze. Was verletzt du selbst an dir? Das ist eher so tollpatschig. Also mir passieren wirklich Dinge, die man sich nicht erklären kann. Ich kann mir keinen Kaffee machen, ohne dass ich mir die Hand verbrühe. Mhm. Meine Stimme wird gerade versagen, wenn ich gerade anfange zu reden. Mhm. Und ich kann seit Tagen nicht essen. Und ja. Das Einzige irgendwie, was noch dafür da ist, bis man auf dem Bein bleibt, süße Getränke, damit man zumindest Zucker und sowas im Körper hat. Ja. Und ich möchte es aber, es geht nicht. Wie viele Tage hast du jetzt schon nicht mehr gegessen? 5 Tage. An sich ist es ja nicht so schlimm, weil ich in der letzten Zeit sehr zugenommen habe. Mhm. Aber es ist schon blöd. Seit wann hast du denn diese merkwürdigen Erscheinungen? Also die werden mittlerweile doller und die sind schon seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Ist vor 3 Monaten irgendetwas Besonderes passiert? Nee, aber vor längerer Zeit. Also es ist so, dass ich ein Feuer miterlebt habe. Ja. Wo ich sehr, sehr viele wichtige Menschen verloren habe und selbst sozusagen heil davon gekommen bin. Wann war dieses Feuer? Das war August vor 2 Jahren. Mhm. Und was für ein Feuer war das? Ein Hausbrand. Das war, der Flur hat gebrannt, von unten bis oben durch. Mhm. Und sehr viele Menschen haben es leider nicht geschafft. Und diese Menschen standen dir sehr nahe? Ja. Wie nah? Sehr nah. Ich habe sie jeden Tag gesehen. Waren das Verwandte von dir? Ganz, ganz gute Bekannte. Ja, also es war so ein Mietshaus war das? Genau. Ja. Hm. Und wie viele Menschen sind dort verbrannt? 9 insgesamt. 9 insgesamt. Genau. Und 5, mit denen ich persönlich sehr viel zu tun hatte. Hat es denn in deiner Wohnung, hattest du dort eine eigene Wohnung? Nee, ich habe mit meiner Familie gelebt. Ja. Beziehungsweise lebe immer noch, obwohl ich eine eigene Wohnung habe. Ist denn von deiner Familie auch jemand umgekommen? Nein. Nein. Gott sei Dank. Hm. Hast du Menschen brennen sehen? Ja. Das hast du gesehen? Ja, ich habe auch gesehen, wie Menschen vom Balkon gefallen sind, wie eine Melone, die einfach kaputt geht. Das habe ich nicht verstanden. Die vom Balkon gefallen sind und? Ja, ja, gesprungen sind, um sich zu retten. Ja. Die so aufgeplatzt sind, irgendwie wie eine Melone. Überall Blut. Achso, der Kopf ist wie eine Melone aufgeplatzt. Ja, der Kopf und der Körper, überall eigentlich. Ja. In welchem Stock habt ihr gewohnt? Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss? Ja. Wie ist dieses Feuer ausgebrochen? Durch was? Man weiß es nicht. Es soll ein Kind gewesen sein, das gekokelt hat. Mhm. Und es dadurch sozusagen in die Wege gesetzt hat. Mhm. Und ihr, das heißt deine Familie und du, ihr seid rechtzeitig wach geworden und konntet rauslaufen? Also es war ja recht früh. So 23 Uhr, da waren sie noch wach und man hat nur so einen merkwürdigen Gestank irgendwie, weil wir haben eine Feuerschutztür und daher konnte uns eigentlich nichts passieren. Und als wir dann rausgeguckt haben in den Hof, haben wir den Brand gesehen, haben dann die anderen Bewohner sozusagen aufmerksam gemacht, sie aufgeweckt, haben gesagt, dass sie die Fenster zumachen sollen,
dass sie die Feuerwehr holen sollen und sind aber in dem Moment nicht auf die Idee gekommen, dass wir selber irgendwie auch raus müssen. Mhm. Oder dass wir selber eigentlich hunderte von Möglichkeiten hatten, rauszukommen. Mhm. Sondern man ist nur panisch durch die Wohnung gelaufen. Und mein Bruder wohnte damals im Hinterhaus. Mhm. Der ist dann durchs Feuer sozusagen durchgegangen, hat sich eine Decke übergemacht, ist auf die Straße gegangen, hat die Fensterscheiben kaputt gemacht und hat uns dann einzeln rausgeholt. Mhm. Und wie durch ein Wunder hatten wir Handys und Festnetztelefon mitgenommen, mhm, und haben dann sozusagen im nächsten Moment einfach nur versucht, die Menschen zu erreichen, die in den oberen Stöcken waren, mhm, und mit denen wir auch sehr viel zu tun hatten, und es ging keine ran. Ja. Ja. Aber du bist dann nicht nochmal ins Haus gegangen und bist nach oben gelaufen? Es ging nicht. Das ging nicht mehr. Mhm. Mhm. Aber diese schlimmen Sachen hast du dann von draußen gesehen, wie die Leute aus den Balkons stürzten und aufschlugen. Ja. Und du hast dann auch, auch brennende Menschen gesehen. Brannten die Menschen, die auf dem Balkon standen? Nee, aber man hat schon gesehen, dass alles dunkel war durch den Rauch. Mhm. Also von dem Balkon schon. Und man wusste eigentlich, dass da was passiert ist und mhm, die in großer Not sind. Ja? So, das ist ja ein unglaublich dramatischer Vorgang, den du da erlebt, ja, hast. Der, ja, dich gut 2 Jahre, ne, sagst du, liegt es zurück. Ja. Mhm. Wie ist es dir denn damals danach gegangen? Eigentlich, also natürlich in den ersten Tagen war man am Boden zerstört. Mhm. Aber dadurch, dass man immer wieder retraumatisiert wurde, indem man sich noch die Opfer identifizieren musste, diese ausgebrannten Leichen. Die musstest du mit identifizieren? Ja. Also es war ganz komisch. Ein Tag später ist die Kripo gekommen und hat dann eine normale Zeugenaussage gemacht und meinte dann, ja, wir fahren jetzt zum Leichenhaus hin und... Aber es waren keine Verwandten von dir und du musstest als 19-jährige junge Frau, ja, die Leichen identifizieren? Das ist wir hatten jeden Tag mit denen Kontakt. Ja, schon, aber... Wir kannten deren Marken. Ach so, hm. Das heißt, du hast dann diese verbrannten, verkohlten Menschen auch nochmal dann sehen müssen. Ja, aber ich bin auch, es klingt blöd, aber ich bin sehr froh darüber, mhm, weil so konnte man zumindest Abschied nehmen, mhm, auch wenn es auf einer dämlichen Art und Weise passiert ist. Das hast du gerade einen Begriff gebraucht, der mich so ein bisschen schutzig macht. Du hast retraumatisiert gesagt, das ist ja ein Begriff aus der Psychologie. Ja. Hattest du denn danach eine psychologische Betreuung oder Beratung? Nein. Nein. Gar nicht. Also natürlich in den ersten Tagen war jeder für dich da und sie haben 100-mal angerufen und nachgefragt, aber sowas verblasst. Das verblasst sehr schnell. Eben. Wie ist es dir denn die nächsten, sagen wir mal, die nächsten Monate gegangen? Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, mhm, habe versucht zu forschen und rauszufinden, was da war und wie da gelaufen ist. Mhm. Und da ist ja auch ein Junge, der dann vollweise war, der überlebt hatte, der die ganze Zeit im Koma war. Und da waren wir auch den ganzen Tag im Krankenhaus. Mhm. Und dann später auch, wo er in die Reha ging. Und jetzt, wo er wieder da ist seit einigen Monaten und einen Gesprächspartner sucht und mich wählt und mich dann fragt, wie seine Eltern ums Leben gekommen sind und warum ihnen das keiner erzählt. Und er praktisch über mich versucht rauszufinden. Lena, du stehst unter einem unglaublichen Druck, glaube ich. Du hast dieses furchtbare Trauma, was dir da widerfahren ist, wahrscheinlich noch überhaupt nicht verarbeitet. Du hast es vielleicht verdrängt aus Selbstschutz. Und jetzt wirst du wieder konfrontiert mit diesem Jungen. Ja. Hältst du es für möglich, dass das, was du mir gerade am Anfang erzählt hast, wirklich einen ganz direkten Zusammenhang mit diesen schrecklichen Ereignissen hat von vor 2 Jahren? Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich glaube es auch. Ich würde es jetzt mal so intuitiv auch sagen. Ja, ja. Weil ansonsten ist passieren eigentlich so schöne Dinge in meinem Leben. Schöne Dinge? Schöne Dinge. Ja. Aber man wiegt sie ab und sie haben plötzlich keinen Wert mehr. Mhm. Mhm. Ja. Ist das so im Moment, dass du auch schon ein bisschen Angst vor dir selbst hast, wenn du so komische Dinge tust? Also ich bin in guter Gesellschaft und also eigentlich nicht. Weil es ist immer jemand da, der dann... Schon, aber es irritiert einen ja schon sehr, wenn man den Kaffee über die Hände kippt, obwohl man es gar nicht wollte oder was du gerade noch alles erzählt hast. Hm.
Und ich glaube, wenn man so etwas Dramatisches erlebt hat, sind unter Umständen 1, 2, 3 Jahre gar nichts. Hm. Also man sagt, das liegt hier schon so lange zurück, das ist nicht lange. Ja. Ich glaube, sowas ist so präsent, so eingebrannt in einem, das ist jetzt ein schlimmer Begriff für das, was dir da passiert ist, also so eingeprägt im Gehirn und in den Erinnerungen. Hm. Und das Schlimme ist, also sollte ja eigentlich besser werden mit der Zeit, aber es wird schlechter und schlimmer. Ja, vielleicht wird es besser, wenn man sich wirklich gezielt und professionell damit beschäftigt, mit Hilfe eines Arztes oder eines Therapeuten. Also solange man eigentlich nicht darüber redet, ist es okay. Mhm. Ja, aber man trägt es ja unterbewusst in sich. Und irgendwie brodelt es da und macht sich dann Luft durch solche Sachen. Und jetzt bist du wieder erinnert an die schlimme Katastrophe durch das Kind, durch den Jungen. Mhm. Ich würde dir ganz dringend raten, Lena, dir Hilfe zu holen von draußen. Ganz dringend. Ja. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja. Ja. Mhm. Es gibt nämlich in vielen großen Städten Traumatherapiezentren, wo man auch ambulant hingehen kann. Ja. Ja, das würde ich dir sehr dringend empfehlen. Ja, da ist das nächste Problem, nämlich, dass man den Glauben an Menschen verloren hat in dem Moment, weil man einfach gesehen hat, wie die Einsatzkräfte arbeiten und wie sie in dieser speziellen Situation falsch gearbeitet haben. Und diese Person da bewusstlos lag und so ein Mensch wie ich, der keine Ahnung hat von Medizin, der erste Hilfe leisten musste, während drumherum Notärzte und alles Mögliche rumstand. Und ich habe mir damals geschworen, dass wenn es um mich persönlich ging und ich das entscheiden kann, werde ich mir nie Hilfe holen. Mhm. Weil da, wo man die Hilfe am nötigsten gehabt hätte, da waren sie nicht da. Verstehe. Da kommt jetzt auch noch eine sehr schlimme Erkenntnis dazu, dass du den Eindruck gewonnen hast, dass man hat nicht richtig geholfen. Also es ist ja kein Eindruck. Es war ja wenn du es so sagst, ja. Ja. Mhm. Nicht nur ich sagte, sondern alle. Mhm. Alle, die da drum standen. Auch damit muss man natürlich auch lernen, umzugehen. Und auch da muss man wieder lernen, dass man nicht Schlüsse auf alle Menschen zieht. Nee, natürlich nicht. In dem Fall sind Fehler gemacht worden, die nicht zu entschuldigen sind. Natürlich nicht. Ja, aber ich meine, wenn da Fehler passieren. Die dürfen eigentlich nicht passieren. Eben. Mhm. Und wer sagt mir das dann, dass das nicht bei jedem anderen Fall genauso ist? Vielleicht merkt man es gar nicht. Mhm. Fragen, die du natürlich in einer solchen Traumatherapie auch unbedingt besprechen wirst, müssen und sollen. Lena, wir werden dich jetzt mit einer Adresse versorgen in deiner Stadt, wo du hingehen solltest. Und ich würde es dir wirklich sehr dringend raten, es auch zu tun. Sehr dringend. Ja. Da wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Du legst auf und Anja ruft dich gleich wieder aus meinem Team an. Alles klar, mach's gut. Von Herzen alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Und weiter geht es mit Klaus. Und Klaus ist 64. Hallo Klaus. Hallo. Ja, guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen. Hi. Was ist dein Thema, Klaus? Ja, mein Thema ist, bin ja nicht mehr der Jüngste, aber ich drohe jetzt doch langsam zu zerbrechen. Ich habe seit meinem Leben, also mein Leben lang, eine schwere Rückgratzerkrümmung. Hm. Und ich bin zwar einigermaßen damit fertig geworden im Leben, aber je älter ich werde, umso mehr macht mir das zu schaffen. Beschreib mir mal diese Rückgratverkrümmung, wie sieht die aus und wie siehst du aus? Ja, ich bin durch die Rückgratverkrümmung ca. nur 1,50 groß. Mhm. Und ich habe so quasi eine Hühnerbrust, also nach vorn rausgebeugt und dann nach hinten geradeaus eine starke Rückgratverkrümmung. Man kann sich so vorstellen, wenn man vielleicht vom Glöckner von Notre Dame kennt, quasi Mode oder so. Mhm. Ich bin zwar nicht so hässlich im Gesicht oder solche, aber es ist halt eine sehr starke Verkrümmung. Mhm. Ich gehe zwar gerade, nicht nach vorn übergeneigt, auch meine Hände und mein Kopf und meine Füße sind eigentlich ein bisschen den Körper angepasst, also alles nicht so übergroß, aber ich habe auch sonst gar nicht so große Probleme gehabt im Leben. Ich habe einen ordentlichen Beruf erlernt, bin Bankkaufmann gewesen, zum Schluss Bankrevisor, auch auf Reisen und kann auch eigentlich ganz gut mit Menschen umgehen und Hast du eine Familie?
Nein, Familie habe ich nicht. Nein. Und ich habe halt dann auch viel gearbeitet und irgendwie habe ich das Leben schon gemeistert. Mhm. Aber was die Gefühlswelt betrifft, also Emotionen und so weiter, mhm. habe ich dann halt irgendwie immer verdrängt oder. Ja, hast du ein einsames Leben geführt? Das kann man auch nicht so sagen. Ich war durch den Beruf habe ich schon auch viel Kontakte gehabt, auch viel Freunde, aber das war halt alles so Männerfreundschaften mit Bier trinken mhm. und solche Sachen, ja, und sich betäuben eigentlich. Mhm. Hattest du denn mal eine Beziehung? Ich habe eine Beziehung zu einer auch schwerstbehinderten Frau. Die hat so auch das, wie ich habe. Ja. Wir haben halt uns über Anzeigen kennengelernt. Und aber es ist eigentlich immer so platonisch geblieben. Mhm. Ja, wir helfen uns halt so ein bisschen im Leben gegenseitig. Gab es denn mal im Leben eine Frau, wo es nicht platonisch geblieben ist? Ja, ich meine, wir haben zwar auch schon probiert, aber dadurch, dass meine Lebensgefährtin selbst so große Probleme hat, eigentlich noch mehr als ich, ist es einfach nichts geworden. Also ich meine jetzt auch im sexuellen Bereich, ja. da ist mir eigentlich nichts erfüllt worden, das muss ich schon sagen. Auf das ganze Leben bezogen kann man das sagen? Bitte? Auf das ganze Leben bezogen kann man das sagen? Auf das ganze Leben bezogen, ja. Und das merke ich halt jetzt erst, wo ich älter werde, wo ich halt aus dem Arbeitsbereich heraus bin. Ja, vielleicht weil du aus der Arbeit heraus bist und da ein großes Ablenkungsfeld einfach fehlt. Nein, das ist es eigentlich nicht. Ich vermisse nicht die Arbeit. Ich bin ganz gern Rentner, aber ich bin seit 10 Jahren, muss ich auch künstlich beatmet werden. Es ist ja so, durch diese Rückgratzerkrümmung stimmt ja die ganze Körperstatik nicht. Mhm. Ja, die Muskulatur, die das Skelett ja hält, ja. auch den Oberkörper, ja. das ist ja alles verdreht. Die Muskulatur, vor allen Dingen auch die Atemmuskulatur, ach so. Zum Beispiel... Da hat es diese schlimme Folge und Nebenwirkung. Ja, die haben, das war ja früher, habe ich da überhaupt nie dran gedacht. Erstens ist der Körper ja zusammengedrückt, die inneren Organe sind ja auch eingequetscht. Mhm. Ja, habe also da auch andere Probleme. Lass mich mal eben kurz zwischenfragen. Du sagst, du musst künstlich beatmet werden. Ja. Jetzt, wir unterhalten uns doch gerade auch. Wie geht das? Ja, das will ich gerade erzählen. Und durch diese Muskelverzerrung im oberen Bereich. Also wir atmen ja in dem Sinn gar nicht so mit der Lunge, sondern muss man sich vorstellen wie so eine Esse, ja, die Atemmuskulatur zieht den Oberkörper auseinander mhm. und dann strömt Luft in die Lunge rein mhm. und wenn das Gehirn den Befehl gibt, wieder auszuatmen, dann werden die Muskeln zusammengedrückt. Und diese Muskeln, die erschlaffen natürlich jetzt sehr schnell. Das habe ich so verstanden. Das ist eine schwerwiegende Folgewirkung und Nebenwirkung. Ja. Aber wie du sagst, du musst künstlich ernährt werden. Da stelle ich mir vor, dass man immer so eine Maske auf oder so. Nein, nicht ernährt, sondern beatmet. Beatmet werden, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Dass man so kleine Schläuche in der Nase hat. Hast du die in der Nase im Moment? Ja, nein. Jetzt folgendes. Durch diese lebenslange Anstrengung, dass ich habe als Kind schon auch nicht, sagen wir mal, Wandertag oder solche Sachen machen können. Ich habe immer schon Luftnot gehabt, schon durch die Enge. Ja. Mhm. Und jetzt vor 10 Jahren, da ist halt dann festgestellt worden, dass ich kaum mehr Sauerstoff im Blut habe. Und da hat man gemerkt, hat man gesagt, ja, alle rückgratzerkrümmten Menschen kriegen das mal. Ja. Und wenn ich jetzt länger auf bin, dann erlahmt die Atemmuskulatur, die ist zu schnell erschöpft. Ach so, das heißt, und du muss ich an die Maschine. Ach so, das heißt also, du musst da nur ab und zu dran, du musst es nicht immer. Nein, nicht das mache ich meistens nachts, so 8 Stunden, wenn ich schlafe. Ah ja. Ja, also, und dann kann aber ich auch wieder aufstehen und was machen. Aber das Grundproblem, so wie du das mir gerade am Anfang geschildert hast, ist schon die Einsamkeit. Ja, das Grundproblem ist eigentlich, dass ich immer auch allein war. Das geht ja schon an mit der Pubertät. Mhm. Man verliebt sich oder was und hat eigentlich keine Möglichkeit. Man wird überhaupt nicht beachtet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du kommst aus einer Generation, wo man früher nicht zimperlich war mit Menschen, die anders waren. Das heißt, du hast sicher auch viele Sachen einstecken müssen. An Hänseleien und an blöden Sprüchen und an Ausgrenzung. Ja, sagen wir mal, vielleicht ist das sogar heute schlimmer als früher. Ja, wirklich, meinst du? Nach dem Krieg haben die Menschen andere Sorgen gehabt. Ah ja. Und was ich natürlich sehr viel war sehr viel
Ich hatte ja auch Lungentuberkulose und Knochentuberkulose. Dadurch ist das gekommen. Vielleicht kann ich es mal ganz schildern. Das ist eine Kriegsfolge. Ich bin ein gesundes Kind. Ich bin 1942 in Königsberg in Ostpreußen geboren. Und auf der Flucht, meine Mutter ist leider zu spät aus Königsberg raus. Mit meiner Schwester, die ist 8 Jahre älter als ich, die war 10. Und da wurde unser Zug beschossen, unser Flüchtlingszug. Und in diesem Trubel wurde meine Mutter auch schwer getroffen. Und dann war da Panik und dann war alles durcheinander. Und dann wurden wir rausgerissen und zum Schluss haben wir unsere Mutter nicht mehr gefunden. Meine Mutter ist seitdem vermisst. Und ich, wir waren dann 3 Jahre da bei den Russen in Ostpreußen und waren in schwersten, ja, wir sind auch im Haff. Haben dann versucht, mit jemand anderem zu flüchten. Also sind dann auch in das Haff eingebrochen, in das Eis, wie es im Film zu sehen war. Und dann wurde ich also schwer krank danach. Dann waren wir in russischen Waisenhäusern, da haben wir nichts zu essen bekommen. Meine Schwester hat mir erzählt, dass wir Kartoffelschalen gegessen haben oder Katzen gefangen haben. Und ich als 2-jähriges Kind habe das nicht ertragen und habe dann Knochen- und Lungentuberkulose bekommen. Das zu alledem auch noch dazu. Zu der Rückgratsverkrümmung. Ja, die habe ich dann dadurch bekommen. Achso, die hast du dadurch bekommen. Achso, die habe ich dadurch bekommen. Ich war ja ein gesundes Kind. Achso, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich es. Ja. Klaus, jetzt lass uns mal in die Gegenwart gehen. Ja. Was wäre dein Wunsch? Wonach sehnst du dich? Ich muss dazu eins sagen. Ich bin eigentlich am Ende. Ich kann eigentlich nicht mehr. Ich habe eigentlich auch Schlimmes vor. Ich weiß nicht, meine Gefühlswelt, die dreht total durch. Ich habe immer meine Gefühle irgendwo im Griff gehabt, beziehungsweise habe ich alles verdrängt. Aber jetzt, seitdem ich die Maschine habe und immer älter werde, bin ich wirklich ganz am Zerbrechen. Das heißt, es ist immer weniger Lebensmut da. Ja, Lebensfreude. Ich kann einfach nicht mehr. Diese Beziehung, von der du erzählt hast, die hält dich so emotional? Die hält mich zwar noch immer, weil es ist eigentlich ein wunderbarer Mensch. Aber es geht irgendwo über meine Kraft, ja. Ich muss für jemanden da sein und kann es nicht mehr. Ich verstehe. Ja. Verstehe. Und das ist das Schlimme dran. Ich habe immer versucht, was zu geben, aber wenn ich dann so, mir fällt immer mehr Dinge von früher ein, wo ich gar nicht beachtet habe, sagen wir mal, ich habe mich verliebt oder was, als in jungen Jahren mit 16, 17 und das Mädchen hat mich nicht beachtet oder ich habe auch gar nicht getraut, mich jemandem anzusprechen und das Sexuelle war natürlich auch nie da. Ja. Ja, gibt es eigentlich außer dieser Frau noch irgendeinen Menschen, der dir nahe steht? Meine Tante hat mich, meine Mutter war doch, ist vermisst und meine Tante hat mich dann großgezogen in München. Lebt die noch? Und die ist vor, das kam auch noch dazu, die ist vor 2 Jahren gestorben und das war, die Frau war wie meine Mutter. Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich sowieso schon vorher Schluss gemacht. Also auch ein ganz wichtiger Halt ist weggebrochen. Ja, ist weggebrochen. Du bist sehr traurig. Ja, ich bin auch jetzt in psychologischer Behandlung, schon seit 90 Stunden, aber ich weiß nicht, das hilft mir auch alles nicht. Nein, es hilft mir nicht. Ich kann zwar reden und das ist zwar auch mal gut zur Erleichterung, deswegen habe ich dich auch angerufen, aber ich sehe keine Möglichkeit mehr. Du siehst keine Lösung? Nein. Habe ich eigentlich nie gesehen, aber ich habe mich halt immer betäubt. Ne? Und jetzt hast du das Gefühl, dass die Kräfte einfach erschöpft sind, oder? Ja, ich bin total erschöpft. Was würde dich freuen? Gibt es noch etwas, was dich freuen würde? Ja, ich weiß nicht. Ich kann da nichts drauf antworten. Du hast mich angerufen.
Mit welcher Erwartung? Ja, das weiß auch nichts. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem seelischen Zustand fertig werde. Das ist eigentlich jetzt so richtig auf mich reingebrochen in den letzten Jahren, seitdem ich an der Beatmungsmaschine liege, wo meine Tante gestorben ist, wo ich auch mit meiner Lebensgefährtin nicht weiterkomme. Würdest du? Bitte? Würdest du eine Hilfe, ich weiß jetzt nicht konkret, ich weiß selbst nicht konkret, was ich meine, würdest du eine Hilfe annehmen? Ja, wenn du meinst, psychologische Hilfe. Zum Beispiel? Jetzt gesucht, ne? Würdest du dich über Kontakte freuen zu anderen Menschen? Wie meinst du das? Weil ich genau weiß, was jetzt passieren wird, Klaus. Ja. Das weiß ich. Ich weiß, dass wir ein sehr, sehr, sehr aufmerksames Publikum haben. Und bisweilen auch ein sehr mitfühlendes Publikum, was mich immer sehr rührt, wenn ich das mitkriege. Ich weiß, dass es jetzt Post, eine Menge Post geben wird an dich und das Angebot, mit dir in Kontakt zu treten. Würdest du das wollen? Ja, sicher. Ich habe eigentlich, ich bin eigentlich ein sehr kontaktfreudiger Mensch gewesen, ja. Aber ich muss dazu eins sagen, mich strengt natürlich auch jetzt inzwischen alles sehr an. Verstehe. Ja, wenn man keine Luft mehr hat, strengt mich alles sehr an. Ich bin früher sehr viel ausgegangen, ich habe Kontakte gesucht, aber es war halt auch immer so, ich war immer nur in Männerwelten. Ja, Bier und Bier trinken, rauchen. Ich habe das Problem. Dann bin ich auch in einen Club gegangen, ich bin Schachspieler, ich bin in einen Schachclub gegangen, aber da waren auch nur Männer, ja, und eigentlich habe ich das dann auch irgendwo, wird mir das zu anstrengend. Ich habe mich inzwischen auch ganz zurückgezogen. Also jetzt, ich verstehe das Problem, Klaus. Ich ziehe mich auch von meiner Lebensgefährtin schon zurück. Ich fahre da nur noch alle zwei Monate dahin. Ne? Ich verstehe, ich habe das Problem verstanden. Aber das hängt auch nicht nur damit zusammen, dass ich das nicht unbedingt will. Ich kann auch eigentlich gar nicht mehr körperlich. Ich bin jetzt in einer für mich sehr schwierigen Lage. Ja. Weil mich das sehr berührt, was du gesagt hast oder was du sagst. Und unsere Möglichkeiten natürlich auch äußerst begrenzt sind. Ich weiß. Ich aber ein ganz starkes Gefühl in mir spüre, dass ich was Gutes für dich tun möchte. Weil ich dich als sehr angenehmen Gesprächspartner empfinde und als sehr angenehmen Menschen. Und ich möchte nicht so tatenlos hier sitzen und mich verabschieden von dir und weiß, dass du in großer, großer Traurigkeit und Finsternis dort liegst. Lass uns doch mal Folgendes vielleicht vereinbaren. Ich weiß, dass ganz viel kommen wird jetzt. Wir sortieren das mal aus und gucken mal, was vielleicht sehr seriös und sehr ernst gemeint ist. Und wir schicken dir diese Angebote. Und du entscheidest dann von dir aus, was du tust. Weil ich glaube, das ist noch der einzige Weg, etwas Licht in dein Leben zu bringen. Ein paar gute und nette Menschen um dich herum. Ich glaube, das ist das Tollste überhaupt, was man finden kann. Und das... Du hast es ja so viele Jahrzehnte vermisst auch. Das möchte ich dir gerne anbieten. Ja, ich habe schon auch daran gedacht, dass vielleicht ich da jemanden kennenlerne. Es ist so, ich hab auch schon mal, da gibt es zum Beispiel so eine evangelische Akademie in der Gegend von Stuttgart. Und ich habe mal in der Kirchenzeitung gelesen, dass jetzt seit einigen Jahren wird auch über das Leid der Leute, also der Deutschen gesprochen, öffentlich, die im Krieg sehr viel mitgemacht haben, was ja jahrzehntelang irgendwo ein bisschen tabu war. Ne? Das ist ja und jetzt da wurde in dieser evangelischen Akademie wurde auch
Unterlagen gesammelt. Ne? Mhm. Und dann habe ich da mal angerufen und habe dann geschildert, sage ich, viele Menschen haben im Krieg sehr viel Schweres erlebt und Traumata erlebt. Aber ich habe dann immer gesagt, aber die meisten von denen sind dann doch irgendwo noch, sagen wir mal, in gewisser Weise, zwar nicht seelisch, aber körperlich gesund geblieben. Mhm. Aber ich war ein Kind, diese Kriegsfolge hat mich ja zum Krüppel gemacht. Lieber Klaus. Ja, und das der packe ich einfach nicht mehr, weil ich ja auch nichts dafür kann. Mhm. Und dann habe ich dort mit einem gesprochen und der war auch sehr berührt von der ganzen Sache. Dann hat er mir einen netten Brief geschrieben und das war alles. Er hat sich nie mehr um mich gekümmert. So, ich hoffe, dass es so nicht läuft. Ja. Jetzt gucke ich auf meine Uhr und sehe, dass wir uns sehr, sehr, sehr lange unterhalten haben, was sehr ungewöhnlich ist für den Rahmen dieser Sendung. Aber ich finde das sehr gut und das ist auch in Ordnung so. Wir machen das so, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe. Ja, ist recht. Und ich hoffe, dass wir dir auf dieser Weise ein wenig Freude bereiten können und dir ein wenig helfen können. Das ist nett. Und ich wünsche dir meine besten Herzenswünsche. Ich danke vielmals. Von ganzem Herzen. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Und du wirst von uns hören. Okay. Alles Gute von Herzen, Klaus. Gut, danke schön nochmal. Auf Wiederhören. Tschüss, wieder. Hier ist Petra. Und Petra ist 46 Jahre alt. Hallo Petra. Ja, hallo Domian. Eigentlich bin ich frisch verliebt. Du bist frisch verliebt? Ja, ich bin eigentlich frisch verliebt seit 2,5 Monaten. Aber das ist doch toll. Das ist eigentlich wunderschön, ja. Nur jetzt ist vor 2 Wochen was ganz Dramatisches passiert. Und zwar, mein Freund ist verhaftet worden bei mir im Haus. Warum? Er hat mir die Geschichte schon erzählt, dass da was passiert ist. Also er war da schon ganz offen und ehrlich. Nur die Art und Weise, wie er verhaftet wurde, war schon recht spektakulär. Mhm. Sag mir erstmal, was er angestellt hat. Also was er angestellt hat, jetzt muss ich sagen, wir wohnen 600 Kilometer auseinander. Er ist zu mir gezogen, sehr schnell. Das war schon so ein Zeitraffer kennenlernen. Er wohnt in Berlin, ich wohne 600 Kilometer weit weg. Mhm. Er ist bei mir und er hat mir erzählt, dass im Dezember in Berlin sein Sohn von 5 Skinheads brutal zusammengeschlagen wurde. Mhm. Das war schon sehr heftig, nur er hat da nicht im Affekt gehandelt, sondern er hat schon Selbstjustiz gemacht. Er hat dann diese Jungs aufgesucht und hat da auch jemanden verletzt. Das hat er mir erzählt. Mhm. Meine erste Frage war natürlich, oh Gott, ist da jemand schwer verletzt worden? Mhm. Nein, dieser junge Mann ist nicht schwer verletzt worden, aber er hat ihn halt verletzt. Mhm. Er ist dann zu diesem Gerichtstermin natürlich nicht gegangen. Was heißt natürlich, er ist nicht hingegangen, weil er irgendwie wegen Fahren ohne Führerschein was hatte und so. So. Und er hat immer gesagt, okay. Also das war das Delikt. Das Delikt war, dass er Selbstjustiz geübt hatte. Ja. Okay. Und was war das jetzt mit dem Fahren ohne Führerschein? Das war noch was anderes, oder wie? Ja, er wollte deswegen nicht zu dieser Gerichtsverhandlung, weil er gedacht hat, oh, dann werde ich verurteilt. Da kannten wir uns aber ja noch nicht. Er hat mir das ja erzählt. Hatte er vorher auch irgendwie Probleme mit der Justiz schon mal? Ne, soweit ich weiß nicht. Soweit weiß ich nicht. So, jetzt erzähl uns die spektakuläre Verhaftungsaktion. Ja, er hat dann immer gesagt, ah, gut, offiziell, ne, nicht auf der Flucht und gut. Aber dass dann mal vielleicht eine Verhaftung ansteht, war mir ja klar, aber nicht so. Und zwar war das genau, morgen sind es genau 2 Wochen her. Mhm. Wir sind hier, das war an dem Feiertag, ganz normal hier. Es war ein SEK-Team mit, ich weiß nicht wie viele Leuten, 20, 25. Ich habe ein sehr großes Haus mit sehr viel Glas drumherum. Es ist sehr offen. Mhm. Ich habe, ganz ehrlich, Domian, ich habe für Sekunden Todesängste ausgestanden, weil ich ja nicht sehen konnte, dass das Polizei ist. Mhm. Was haben die denn gemacht? Wir waren auf, ich bin im Wohnzimmer, ich sehe auf meiner Terrasse nur, ich weiß gar nicht, 20 Leute, bewaffnet, vermummt, dunkel gekleidet und das waren alles sehr junge Bengels. Das konnte ich sehen und ich konnte auch sehen, dass die mich anlächeln. Aber die waren vermummt, wie kannst du sehen? Die waren vermummt, ja, aber ich konnte die Gesichter sehen. Die hatten so Helme auf und die waren dunkel. Ich konnte aber sehen, dass das sehr junge Menschen sind. Und in der Sekunde,
habe ich ja überhaupt nicht an Polizei gedacht. Mhm. Was haben die denn? Ich meine, das ist ein Schock, wenn man aufsteht und sieht plötzlich da so 20 schwarz gekleidete, schwer bewaffnete Männer auf der Terrasse. Ja, in meinem Garten, die sind ja hinten rumgegangen. Ja. Ich habe in der Sekunde nur gedacht, Petra, sowas passiert hier nicht in deinem Ort. In dem Moment habe ich nur gedacht, das sind irgendwelche jungen Bengels, die durchgeknallt sind und die jetzt irgendwo einbrechen und Leute erschießen. Wie ist es denn weitergegangen? Und dann sprangen die da auf meiner Terrasse rum und ich bin dann voller Panik, wollte im Wohnzimmer ein bisschen raus aus die Küche. Ich bin einfach durch den Raum gelaufen und in dem Moment gab das natürlich einen riesen Knall. Dann sind die durch die Scheibe gegangen. Die haben die Scheibe eingeschlagen? Die haben die Scheibe eingeschlagen. Der Balkontür oder das Fenster? Das ist eine sehr, sehr große Terrassenscheibe. Ja. Also man hat nicht versucht, erstmal normal an der Tür zu klingeln oder sowas? Doch, das haben sie ja gemacht. Und das ist ja die andere Geschichte, wo ich auch noch nicht mit fertig bin. Die haben vorher angeklingelt, haben wohl sicherstellen wollen, dass das der Mann ist, den sie suchen. Mein Freund hat die Türe aufgemacht. Die haben unter irgendeinem Vorwand gefragt, ja, wohnt hier eine Frau sowieso? Das war aber nicht ich. Das war einfach nur so ein Vorwand. Das waren doch bestimmt nicht die Vermummten, die gefragt haben, wohnt... Das waren nicht die Vermummten, aber das waren wohl Leute, die dazugehörten. Die wollten, denke ich mal, einfach nur sicherstellen, ob er das ist, den sie suchen. Ja, und dann? Und dann hat er gesagt, nee, die wohnt hier nicht. Das war ganz blöd unter so einem Vorwand. Und dann hat er die Türe wieder zugemacht und 5 Minuten später haben die meine Wohnung gestürmt. Die Terrassentür stand weit auf, die sind aber durch die Zugscheibe gegangen. Das gab natürlich einen riesen Knall. Ich war natürlich völlig panisch. Die haben mich verfolgt bis in die Küche. Mir hält jemand die Knarre am Kopf und sagt, Telefon weg. Ich hatte noch die Fernbedienung vom Fernseher in der Hand. Ich habe echt gedacht, ich werde erschossen. Und haben dann auf diese Art und Weise deinen Freund verhaftet? Ja. Und er hat sich natürlich direkt auf den Boden geschmissen. Ja. Als sich dann einer von den Männern umgedreht hat, dann habe ich erstmal auf dem Rücken überhaupt Polizei gelesen. Und haben die nicht gerufen, Polizei? Oder, gar nichts? Überhaupt nicht. Das ist ja wirklich Horror. Ja, das ist wie in schlechten Film. Ich habe wirklich gedacht, es sind irgendwelche durchgeknallten Jugendlichen. Ich habe gedacht, sowas passiert doch nicht in deinem Ort. Was machen die jetzt hier? Die dringen jetzt hier ein, die erschießen dich jetzt. Jetzt hast du da erzählt, da ist auch sehr viel kaputt gegangen. Ja, klar, es ist ein riesen Sachschaden. Wer ersetzt das? Weiß ich nicht. Man hat mir bei der Polizei gesagt, da werde ich selber drauf sitzen bleiben. Ich bin da noch nicht mit fertig. Für mich ist das jetzt aber erstmal zweitrangig, dieser Sachschaden. Für mich war in der Sekunde, sage ich ganz ehrlich, Domian, der Schock. Als ich gesehen habe, dass da auf dem Rücken sich einer umdrehte und ich sehe Polizei, habe ich einfach nur so durchgeatmet und habe gedacht, boah, Petra, dich schießt jetzt keiner. Glaube ich. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, sie wissen, warum wir hier sind. Und da hat er gesagt, ja, ich habe einen Gerichtstermin nicht wahrgenommen. Und da haben die allen Ernstes gesagt, ja. Und dann bin ich natürlich völlig ausgetickt und habe... Also du bist der Auffassung, dass das viel zu überzogen war und in keinem Verhältnis zu dem stand, was er angerichtet oder was er zu verantworten hat, dein Freund. Ganz sicherlich nicht. Die haben ihn verhaftet wie einen Terroristen. Und er hat gesagt, ja, ich habe einen Gerichtstermin nicht wahrgenommen. Und dann haben die das echt bestätigt. Ich bin natürlich dann völlig ausgetickt. Die haben mir einen Notarzt gerufen. Der fragt mich, ob ich weiß, was wir für einen Wochentag haben. Ich habe gesagt, ich brauche keinen Arzt. Bitte, was soll der ganze Aufwand? Also, Sie nicht an. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man natürlich in dem Schock ist. Wer ist das jetzt? Und dass du da in dem Moment, dass es eine Erleichterung war, als du gesehen hast, dass das die Polizei war. Ja. Jetzt sitzt dein Freund. Ja. Mein Problem ist jetzt folgendermaßen. Ich liebe diesen Mann. Wir haben uns wirklich im Zeitraffer kennengelernt. Ich liebe diesen Mann. Er sitzt jetzt in U-Haft. Es kann jetzt sein, dass er verurteilt wird. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe jetzt für nächste Woche Dienstag einen Besuchsschein in Berlin. Ich fahre dahin. 1200 Kilometer hin und zurück. Ich möchte ihn auch nicht allein lassen, weil ich weiß, er hat mir auch die Wahrheit gesagt. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, wenn er jetzt wirklich verurteilt wird für Jahre, ob ich das überhaupt durchstehe. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, was da alles vorgefallen ist und ob eine langjährige Strafe überhaupt zu erwarten ist. Ich weiß es nicht. Das müsste man erst mal sehen.
Aber das ist natürlich so eine Sache, die man vorher gar nicht so beschließen kann. Selbst wenn er für Jahre verurteilt werden sollte und du weiter jetzt ein starkes Gefühl zu ihm hast, dann musst du dich einfach erstmal darauf einlassen, dass du auf ihn wartest und ihm schreibst und ihn besuchst. Ja, das mache ich ja auch. Wie das dann weitergeht, wird eh die Zeit dann zeigen. Petra, die Sendung ist gleich rum. Aber wir rufen dich nochmal an. Ich möchte dich nicht so ruckzuck hier abwürgen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg bitte auf. Okay. Tschüss. Ja, ciao. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen heißt unser Thema, wie ging's weiter?